Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozok OD, deinem Computer-, Technik- und Gaming-Kanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht wieder los mit Hearthstone-Content bei mir auf dem Kanal. Der Mord auf Schloss Narathria wurde angekündigt und es gibt wieder neue Karten, die in den nächsten Wochen alle released werden. Ich werde diese Karten wieder in einem klassischen Kartenreview für euch bewerten und werde euch natürlich mitteilen, welche Karten besonders gut sind, welche man sich in seine Decks packen sollte und welche neuen Mechaniken im Schloss Narathria auf euch warten. Herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Karten-Review. Wir haben heute den 27.07. und vor 3 Tagen sind die letzten Karten zum neuen, ja, Erweiterungspatch Mord auf Schloss Natria rausgekommen. Wir gucken uns heute den Schamanen an und werden wieder die Karten bewerten. Die restlichen Kartenreviews habt ihr vielleicht schon gesehen oder vielleicht auch nicht. Wenn ihr diese noch anschauen wollt, dann ist hier oben über mir, ganz oben in der Ecke am Bildschirmrand, eine Verlinkung zur Playlist mit allen neuen Kartenreviews und allen neuen Karten, die es aktuell gibt, auf dieser Erweiterung. Und wie gesagt, wir schauen uns heute den Schamanen an und werden das Ganze wieder nach meinem 5-Sterne-System bewerten. Als allererstes kriegt der Schamane wieder mal einen Golem. Richtig geil. 10 Mana, 8-8 an Stats. Ein Totem, der Gigatotem, also ein Totem-Golem, kostet ein weniger für jedes Totem, das ihr in diesem Spiel beschworen habt. Diese Mechanik, die gab es mal in einer der ersten Erweiterungen, ich glaube Goblins und Gnome, beim, ja, Schaman, dass man mit Totems sich verschiedene Spottkarten und verschiedene Diener verbilligen konnte. Der Gigatotem, der ist sozusagen jetzt hier wieder ein Pendant dazu, ist natürlich eine sehr, sehr geile Karte, braucht eine gewisse Vorbereitungszeit, aber 8-8 an Stats, die man theoretisch gesehen für 0 raushauen kann, wenn man halt 10 Totems beschworen hat, ist sehr, sehr stark, kriegt an dieser Stelle von mir 5 Sterne, ist ein richtig, richtig, richtig guter Drop, ist eine coole Karte. Er selbst wirkt ja auch als Totem, das bedeutet, wenn man ihn dann beispielsweise zweimal im Deck hat und man spielt ihn einmal bei 5 Mana aus, reduziert man damit auch nochmal die Kosten des zweiten Gigatotems. Also, ich muss sagen, diese Karte wirklich sehr, sehr solide. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man mit diesem Deck spielen möchte und wenn man viele Totems ausspielen möchte. Der Schamane hat ja auch an sich sehr viele Totems und von daher also sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Gute Karte kann man auf jeden Fall ins Deck reinpacken. Dann geht's weiter. 4 Mana 1-1, Dreckverwalter, Kampfschrei. Ruft einen Elementar mit 3, 5 und Spott herbei. Ja, das ist eigentlich so eine Karte wie ähnlich wie der Akolyt der verbrannten Klinge. Der hat ein Todesröcheln und ruft dann auch einen, ja, ich glaube, 4-6er Dämon mit Spott herbei. Hier ist es aber ein Kampfschrei und er kostet ein, ja, Mana weniger. Die Stats sind aber auch um eins weniger. Wenn man das Ganze ins Verhältnis setzt, ist es für 4 Mana ein 4-6er Drop. Das ist von den Stats her okay und es ist halt ein Kampfschrei-Effekt. Das Gute daran ist, wenn man jetzt beispielsweise Bran Bronzebart im Deck hat, dann kann man damit direkt zwei so einer, ja, ich sage jetzt mal, Elementare mit Spott herbeirufen. Dann wird das Ganze schon sehr solide oder wenn man die Kampfschrei-Effekte verstärkt, dann ist es auch okay. Ansonsten ist die Karte nicht stark benennenswert. Sie ist halt normal, okay Stats, man kriegt halt zwei Diener raus. Der eine Diener, der 1-1 hat, der kann vielleicht noch mit einer Evolution zu einer 5, ja, sage ich mal, Mana-Kreatur hochgewertet werden. Dann lohnt sich die Karte ansonsten nicht. Kriegt an dieser Stelle von mir 3 Sterne. Man muss natürlich halt schauen, wie man das Ganze unterbringen kann. Ich würde dem Dreckverwalter nicht so viel Beachtung schicken in den neuen Metadecks des Schamanen. Dann geht's weiter mit 8 Mana, ein Zauber, Gegenüberstellung. Wählt einen befreundeten Diener, ruft 3 Kopien davon herbei. Überladung 2. Das ist eine sehr, 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 sehr mächtige Karte. Also, egal welchen Diener man kopieren möchte, schafft man es, diesen Diener einfach mit dieser Karte zu verdreifachen, hat man theoretisch schon so gut wie gewonnen. Wir nehmen jetzt beispielsweise diesen monströsen Leutnant, das ist ja diese 8-Mana-Monster-Kreatur, die am Ende des Zuges einen Diener frisst. Das ist schon eine sehr, sehr krasse Karte. Und wenn ich den verdreifache, dann kann der Gegner theoretisch gar nichts mehr machen. Da ist dann Free Win. Außer er hat irgendwie, ist ein Hexenmeister und hat einen wirbelnden Nether. Die Karte hat natürlich ihre Schattenseiten, weil sie ja, wie gesagt, Überladung 2 hat. Und dazu kommt halt auch noch, dass sie 8 Mana verbraucht.
Bedeutet, man muss was auf dem Board haben, was man kopieren möchte. Und man muss auch noch in der Lage sein, die Karte im Folgezug dann perfekt auszuspielen. Ich glaube nicht, dass das so häufig passieren wird, dass man da krasse, ja, Karteneffekte rausholt. Ich würde der Gegenüberstellung an dieser Stelle 3,5 Sterne geben. Ist ein sehr, sehr krasser, cooler Effekt. Aber ich glaube nicht, dass man den so häufig ins Spiel bringen kann. Dann geht es weiter mit einer Waffe für den Schamanen. 2 Mana, 1, 3. Meißel beschwört ein zufälliges Basistotem, nachdem euer Held angegriffen hat. Das ist sozusagen die erweiterte Mechanik für unser Gigatotem. Bedeutet halt natürlich hier eine Waffe mit 3 Aufladungen. Ein Schaden ist sozusagen ein Ping, wo ich Lebenspunkte investiere. Bedeutet natürlich aber auch, wenn ich mit dem Meißel angreife, dann muss ich entweder damit Kreaturen trainen und verliere Lebenspunkte, oder ich greife nur das Gesicht vom Gegner an und bekomme ein Basistotem. Die Wertigkeit ist da nicht so gut, weil die Basistotems alle nicht so extrem stark sind. Aber man kann natürlich damit auch mal Glück haben und den Gegner vielleicht mit einem Sporttotem belästigen, dass man halt dann Schaden für den nächsten Angriff von einem Diener reduziert. Kriegt an dieser Stelle von mir auch 3,5 Sterne, würde ich mit reinnehmen, weil es eine coole Waffe ist und eventuell kann man mit der Waffe auch noch mehr. Oder man spielt, wie gesagt, mit dem Gigatotem. Dann kann ich natürlich die Basistotems, die ich da beschwöre, nutzen, um natürlich den Gigatotem halt zu verbilligen und schneller ins Spiel zu bringen. Dann geht's weiter mit 3 Mana. Gastgeschenk Totem, 0,3 an Stats, beschwört am Ende des Zuges ein zufälliges Basistotem, durchfluten 2, beschwört stattdessen 2. Ja, das ist auch eine Ergänzungskarte zum Gigatotem, muss man hier wieder sagen. Die Basistotems, die sind, wie gesagt, ja alle nicht so stark, haben alle nicht so krasse Werte, sind vergleichbar mit einem, ja, ich sag mal so einem Rekruten der silbernen Hand vom Paladin. Der hat auch nur 1-1 und das ist ungefähr gleichwertig zu setzen. Wenn man die Totems noch verstärken kann oder entsprechende Zauber auf diese anwenden kann, um damit, ja, sage ich jetzt mal, den Effekt zu verbessern, dann ist es natürlich ganz cool. Kriegt an dieser Stelle ansonsten von mir auch nur 3 Sterne. Ist halt eine 3-Mana-Karte mit 0,3. Und ich muss natürlich halt auch noch darauf achten, dass ich halt ein passendes Basistotem bekomme. Wenn ich natürlich halt damit 2 durch dich das Fluten herbeirufe, sind es vielleicht 3,5 Sterne, aber mehr halt auch nicht an dieser Stelle. Dann geht's weiter mit der Legendary vom Schaman. 4 Mana, 5,4 an Stats. Die Steinhauerin, Kampfschrei, für den Rest des Spiels haben eure Totems plus 2 Angriff. Das ist die Karte, von der ich jetzt gerade eben gesprochen habe. Wenn man diese ausspielt bei 4 Mana, man hat sie auf der Hand, dann nützt sozusagen dieses Gastgeschenk-Totem deutlich mehr. Auch die Basistotems sind viel, 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 viel stärker. Und jedes andere Totem hat natürlich dadurch auch nochmal plus 2 Angriff. Wenn man jetzt zum Beispiel diese, ja, Monstrositäten nimmt, die vom Endeffekt ja jede Dienergruppe erfüllen, da gibt es ja auch 2 Diener, die das können. Die profitieren auch davon, weil sie ja auch theoretisch Totems sind und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, denen nochmal ein bisschen extra Angriff reinzuhauen. Da die Steinhauerin auch einen Kampfschrei hat, ist hier wieder die Kombination mit Bran-Bronzebart sehr gut. Es ist aber damit natürlich ausgelegt, dass ich viele Totems ausspielen muss. Heißt, die Begrenzung der Decks, die ich damit halt ja, verwenden kann, ist natürlich halt sehr, sehr hoch. Ich kann die Karte nicht in jedem Deck einbringen, kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne, ist eine ganz solide Karte, auch mit den 5,4 an Stats für 4 Mana ist es vollkommen in Ordnung. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man diesen Totem-Schamanen gerne mal spielen möchte. Dann haben wir als nächstes einen Zauber. Überzeugende Verkleidung. Ein Mana verwandelt einen befreundeten Diener in einen, der 2 mehr kostet. Durchfluten verwandelt stattdessen alle befreundeten Diener. Das ist eine sehr, sehr krasse, mächtige Karte, muss ich sagen. Diese Karte wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass viele Decks mit relativ vielen Midrange-Kreaturen ausgestattet werden und diese dann natürlich relativ schnell evolutioniert werden. Diese Evolutionsgeschichten hatten wir ja schon beim Dunkelmond-Jahrmarkt relativ stark vertreten. Da gab es ja auch diese korrumpierte Verwandlung vom Karussell. Damit hatte man ja auch die Möglichkeit, viele Diener direkt auf eine Stufe höher zu machen. Hier werden direkt, wenn man es viermal durchflutet hat, alle Diener um 2 Stufen erhöht. Das heißt, habe ich 2, 3, 4, 5, 6er Diener auf dem Feld, werden die natürlich extrem schnell groß und damit habe ich halt nochmal einen Vorteil, dass ich dann wahrscheinlich bessere Diener aufs Feld raufkriege als mein Gegner und damit vielleicht auch das Feld dominieren kann. Sehr, sehr coole Karte, kriegt an dieser Stelle von mir 4,5 Sterne, sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen, ist generell auch in jedem anderen Deck gut unterzubringen, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ein Evolutionsdeck spielt und damit kann man natürlich halt auch sehr, sehr viel machen, weil man auch entweder ja halt einen einzelnen Diener oder halt auch eine ganze Gruppe von kleinen Dienern verbessern kann.
Dann geht's weiter mit dem Schlachtfeldeffekt. Die Schlammlachen, ein Mana, verwandelt einen befreundeten Diener in einen, der einen mehr kostet. 3 Aufladungen. Ja, das ist auch eine Ergänzung zu der überzeugenden Verkleidung, kann man sagen. Die Schlammlachen sorgen einfach dafür, dass wenn ich jetzt einen Diener evolutioniere, ich den halt nochmal evolutionieren kann. Und das bringt mir natürlich relativ viel, wenn ich halt viele Diener habe, die nur 5, 6, 7 Mana kosten oder weniger und ich diese natürlich auf eine höhere Diener-Qualität upgraden möchte. Ist ganz cool, kostet nur ein Mana. Ich habe eine Flexibilität, weil ich die Schlammlachen ja jederzeit dann anwenden kann, wenn ich es möchte. Kriegt an dieser Stelle von mir 5 Sterne. Ich kann damit auch einen schwachen Diener, der beispielsweise gut getradet hat, dann einfach auch Stufe erhöhen und vergrößern und damit theoretisch gesehen die Lebenspunkte wieder auffüllen. Wenn ich halt einen 4er-Drop raushaue und der überlebt, vielleicht mit einem oder zwei Lebenspunkten, dann kann ich den auch mal in einen 5er-Drop verwandeln. Wunderbar. Also, wie gesagt, Schlammlachen, 5 Sterne sollte man in jedes Deck einfach mal mit einbauen, damit man seine Diener vergrößern und verbessern kann. Dann gibt es noch eine weitere Legendary für den Schamanen. Baronin Varsh, 4 Mana, 3-6 an Stats, schon mal überragende Stats, weil einfach die Lebenspunkte so gewaltig groß sind. Wenn dieser Diener sich in einen anderen Diener verwandeln würde, ruft ihr diesen stattdessen herbei. Das heißt, die Baronin Varsh ist sozusagen unsere Kombokarte für diese Verwandlungsmechaniken. Immer wenn ich sie verwandle, verwandle ich sie jetzt nicht, die Baronin, sondern kriege dann die theoretisch verwandelte Kreatur von ihr beschworen. Das ist sehr, sehr cool, weil damit kann ich mit den natürlich mit vielen Einserkarten und mit Kombos mir plötzlich ein Board voll machen mit Dienern, die ja 1, 2 oder sonst was mehr kosten. Und das ist natürlich mega gut. Also die Baronin kriegt von mir an dieser Stelle 5 Sterne. Wenn man halt mit Evolution spielt oder ein Evolutionsdeck bauen möchte, ist das eine Pflichtkarte, die da reingehört. Generell gesehen kann man aber die auch jeden Fall in jedem anderen Deck mal mitnehmen, weil man damit sich eine Zusatzkreatur für beispielsweise hier ein Mana nochmal rausholen kann. Sehr, 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 sehr gut. Ja, und zu guter Letzt gucken wir uns die urzeitliche Welle an. 3 Mana, ein Naturzauber, verwandelt alle feindlichen Diener in einen, die einen weniger kosten und befreundete Diener, die einen mehr kosten. Das ist auch eigentlich sogar ein Feldcleaner. Die urzeitliche Welle sorgt nämlich nicht nur dafür, dass ich ja meine Diener verstärke, sondern auch noch alle anderen Diener auf dem Feld schwäche. Und es gibt natürlich auch so Handbuff-Decks, wie beispielsweise vom Handbuff-Paladin oder auch vom Hexenmeister, wo viele Diener ja aufs Feld gerufen werden und damit kann ich die alle verkleinern. Das ist wirklich mega gut. Wenn ich meine eigenen Diener damit nochmal vergrößere, habe ich eventuell einen Vorteil, einen großen Spot oder sowas im Weg. Auf jeden Fall ist diese Karte wirklich sehr, sehr mächtig und man muss halt überlegen, wie man die halt unterbringt. Ich persönlich würde die halt auch als Feldcleaner mit reinnehmen, einfach nur um die anderen Diener zu schädigen und zu verkleinern, eventuell mit dem Kettenblitz zusammen, so dass man dann zuerst die urzeitliche Welle spielt, dann den Kettenblitz und dann hat man alles beseitigt vom gegnerischen Team. Wunderbar. Abgesehen halt davon, dass man natürlich halt auch irgendwie einen Todesröcheln-Effekt oder halt auch einen zufälligen Diener beim Gegner rauscheaten kann, der einem selber einen Vorteil bringt. Also das ist natürlich alles zufällig, aber finde ich sehr, sehr stark. Kriegt an dieser Stelle von mir auch 4,5 Sterne, würde ich einfach als jedes Deck einfach mit reinbringen, weil es halt andere Diener, die vielleicht sehr groß sind, gute Fähigkeiten haben, Gottesschild oder sonst was oder einen Sondereffekt verkleinert und damit natürlich halt auch das Board vom Gegner sozusagen dezimiert. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Gegner spielt einen Mech-Magier, da gibt es ja viele Mech-Decks aktuell, dann verwandle ich alle Mechs in irgendein anderes Gerümpel und schon funktionieren die Kombos nicht mehr. Wunderbar, ich kann es euch nur empfehlen, nehmt die urzeitliche Welle mit rein. Ja, damit sind wir erstmal mit dem Schaman fertig. Ich muss sagen, der hat sehr, sehr coole Karten bekommen. Am besten, wie gesagt, gefällt mir der Gigatotem und die Baronin Varsh. Aber auch die Gegenüberstellung ist eine sehr, sehr krasse Karte, die wahrscheinlich nicht so häufig ausgespielt werden kann, weil sie einfach so teuer ist. Die Kombination, wenn man jetzt sieht, dass der Dreckverwalter ja 4 Mana kostet und ich habe vielleicht bei 3 Mana schon die Schlammlachen ausgespielt, ist ein überkrasser Bonus. Ich spiele den einfach aus mit 4 Mana, der hat 1-1 und dann verwandle ich den einfach in einen 5er Diener. Auch eine coole Mechanik, finde ich sehr, 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 sehr sexy. Muss man natürlich gucken, wie man das Ganze gut unterbringen kann, wie man die Kombos rausbringt. Man muss aber sozusagen immer das Early Game, die ersten 4-5 Mana überleben und darf nicht überrascht werden. Die meisten Karten sind eher darauf ausgelegt, dass man Midrange oder ein Control-Shummy spielt und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich da die Meta verändern wird. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne wieder einen
Daumen nach oben auf diesem Video dalassen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Nur dann kriegt ihr alle Benachrichtigungen zu neuen Hearthstone-Videos, zu meinen Gameplay-Highlights und zu allen Computer- und Technik-Videos, die hier bei mir bei OzzogOD hochgeladen werden. Ein Abonnement unterstützt nicht nur mich, sondern auch generell den Algorithmus und alles, was mit meinem Kanal zu tun hat. Und dann werden mehr Videos auch anderen Leuten von mir vorgeschlagen. Und falls ihr jetzt noch weitere Hearthstone-Videos euch anschauen wollt oder vielleicht einen der anderen Card-Reviews zu den anderen Klassen verpasst habt, sind hier am Ende auf der linken und rechten Seite zwei Einblendungen, da könnt ihr gerne mal reinschauen, würde ich mich auch drüber freuen. Ansonsten war es das dann soweit, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozzog. Ciao!